Ja, moin moin, ihr geilen Gesichter da draußen. Was geht ab? Herzlich willkommen zu Türchen Nummer 12, 10 und 12 Dings vom Revell Adventskalender. Da sind wir wieder. Heute ist Türchen Nummer 12 dran. Und ja, gestern war ja ein bisschen enttäuschend, was Türchen Nummer 11 angeht. Aber es gab einige fleißige und freundliche Vöglein, die mir da gezwitschert haben. Hör mal, Obacht, das hast du schon. Dieser Stickerbogen wäre eigentlich in Türchen Nummer 11 drin gewesen. Den hatten wir aber in Türchen 1. Der ist da irgendwie, ist der wohl hier runtergerutscht. Ja. Das kann passieren. Bin ich jetzt tatsächlich nicht von ausgegangen, dass es tatsächlich sowas gewesen sein könnte, weil ich mir gedacht habe, ja, wir hatten den Stickerbogen ja hier drin. Ich hatte mich zwar ganz zu Anfang ein bisschen gefragt, also hatte ich schon so ein bisschen komisches Gefühl, so warum ist das schon damit drin, aber okay, habe es nicht weiter hinterfragt, wäre hier in Türchen 11 gewesen. Ich danke euch, ihr seid geile Typen, geile Leute, dass ihr mir das gesagt habt. Herzlichen Dank dafür. Deswegen konnte ich dann doch gut schlafen, konnte aufhören zu weinen und alles war toll. ja, und des Weiteren machen wir jetzt, nee, komm, wir machen jetzt erstmal Türchen 12, dann komme ich gleich dazu. Türchen Nummer 12, wo bist du? Ausnahmsweise auch mal wieder nicht auf der Vorderseite. Da ist auch nicht. Nummer 12, da oben, die Nummer 12, hier ist sie. Da im grellen Scheinwerferlicht. Werden wir mal aufmachen hier und aha, aua, die Bereifung. Und damit bestätigt sich auch weiter die Annahme, die ich jetzt bekommen habe oder die ich ja schon im Grunde ein bisschen hatte, aber jetzt bestätigt bekommen habe, meine Annahme quasi, denn der liebe Benjamin von Bennys Easy Click Kanal, der hat das nämlich, der macht ja gerade von Revell den Adventskalender mit dem X-Wing. Und der hat ja, wie gesagt, dann auch diese Anleitung hier. Und wir haben uns ja hier schon, ne, ist uns ja aufgefallen hier mit den Türchen und so. Da war ich mir bis jetzt immer noch nicht so ganz einig, was das heißt. Da ging ich immer so davon aus, ja, dann bekommen wir in Türchen dies und jenes, bekommen wir dann das noch. Aber, und da habe ich jetzt mal drauf geachtet und es stimmt jetzt auch, wir haben jetzt hier beispielsweise Türchen 12, ja, und haben logischerweise jetzt auch noch was bekommen, aber, und das war der Grund, der mich jetzt zum Denken angeregt hat, der Benny mit Türchen 12 meint er, also mit dem jeweiligen Türchen, das ist das Türchen, mit dem ein Bauschritt oder eine, ein Bauschritt beendet werden kann oder komplett vollständig gebaut werden kann. In diesem Falle brauchen wir jetzt die Felgen, die Reifen und dieser, das Lager hier. Und das stimmt, weil wir haben das Lager schon, wir haben die Felgen schon, jetzt haben wir die Reifen bekommen, das heißt, wir können diesen Schritt komplett ausführen. Und das war ebenfalls so. Wir haben hier von Türchen 3 die ganzen Klamotten, hatten wir ja schon in Türchen 3, deswegen konnten wir diesen Bauschritt machen. In Türchen 10, da in Türchen 10 haben wir, ich glaube, den Bogen C bekommen. Sprich, wir konnten das hier dann alles auch wirklich vervollständigen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das so seine Richtigkeit haben wird. Es spoilert sich natürlich dann dadurch ein bisschen, aber man hat ein bisschen bessere Übersicht, wann man was wie fertig machen kann. Ist vielleicht eine ganz gute Hilfe. Finde ich gut eigentlich. So. Wollte ich nochmal gesagt haben, Benny an der Stelle, danke für diesen Denkanstoß. Ich bin da voll und ganz bei dir. Das glaube ich auch tatsächlich. So, wir haben jetzt hier viele, viele Reifen und ein Tütchen wieder hier so weg. Ja. Reifen, ey. Ah, wunderbar, haben wir Reifen hier. So, dann machen wir eine Kuckung. Schön mit Profil.
Also eine wunderschöne Reife mit Profil. Jetzt ist wieder da als Fokus. Sehr schön detailliert gemacht. Und ja, jetzt können wir hier dieses Kreuzchen hier mal raustrennen und uns die Teile, die wir brauchen, dafür zurecht knipsen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eine Etage tiefer in der Bauansicht. Gut, da haben wir den ganzen Kram zusammen und ich muss sagen, diese Reifen, ne, dieses Gummi, holy moly, das ist richtig schön fest. Also diese Kreuze, die hier drin sind, um das hier auf für Spannung zu halten, Halleluja, also die sind schon, das ist schon ein hartes Gummi, du, muss ich sagen. Das ist cool. Die sind wirklich sehr, sehr fest. Coole Sache. Ihr seht, da ist halt noch ein bisschen was drin. So ein bisschen Grat quasi vom Abknipsen. Ich habe mir die Reifen ein bisschen runtergedrückt und dann abgeknipst, um so nah wie möglich am Rand zu sein. Aber ihr seht, das ist so ein bisschen. Letztendlich ist es eh wurscht, weil da kommen die Felgen jetzt drauf. Und dann sieht man davon eh nichts mehr. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich hoffe, da gibt es keine Richtung, die vorgegeben ist. Ich glaube, beim Porsche war das tatsächlich so mit den Rädern. Wir schieben das jetzt einfach mal hier. Würde ich sagen, schieben wir das mal hinein. Die Felge einfach durchdrücken. Boah, das ist fest wie da. Definitiv. Einmal so durchgedrückt. Und dann sieht man von außen eh nichts mehr. Die Felge schmiegt sich wunderbar da an. Das ist tippitopp. Und von vorne, das ist jetzt wie gesagt das gleiche System wieder wie bei dem Porsche, kommen dann diese. Wartet, wir haben hier unser tolles Gerät. Können wir das so? Nein, können wir nicht, aber wir machen das mal so. Ja. Von vorne kommen jetzt hier diese Zylinder rein. Die werden sich dann mit diesem äußeren Ring hier, mit dieser Platte, werden die sich quasi hier drauf abstützen, auf den inneren Kreis da. Und da, wo jetzt die Pinzette durchgeht, da kommt dann nachher die Achse drauf. Und hier drüber kommt die Felge, die Radkappe meine ich, und dadurch ist das fest. Das kann nicht mehr weg, das rote Teil, ja. Aber es kann sich frei drehen. Ich finde das Prinzip, finde ich, mega nice. Es ist sehr simpel, aber es funktioniert. Ne? Ja, dann kommt er da drauf. Genau so. Bin mal gespannt, wie gut die Felge, die Radkappe nachher hält. Ob die jetzt da auf diesen kleinen Nupsi gesetzt wird oder ob die hier in diesen Kranz von der Felge reinkommt. Ich hoffe eher in den Kranz. So, dann haben wir hier genau das da, ne? Und da kommt, wie gesagt, die Felge drauf, ach Quatsch, die Achse drauf von dem Bus. Da drauf kommt dann, da drauf kommt dann das Rädchen und dann kann sich das drehen. Super Geschichte. Finde ich top. Das Ganze machen wir jetzt viermal. Und dann haben wir unseren Baustep heute, den wir machen konnten, gemacht. Mit Türchen 12 konnten wir den vollenden und dann schauen wir doch mal. Und damit haben wir das fertig. Das ging ja, wie gesagt, recht fix. Aber jeden einzelnen Reifen muss ich euch halt nicht zeigen. So sieht es halt aus. Ne? So. So, das ganze Gesamtkonzept, also die Reifen, ich finde, das sieht immer so schön aus. Es gibt nichts über echt Gummireifen bei Modellen. Das ist einfach immer das Schönste. So. Und da dann die Radkappen drauf, das wird ein Traum. Das sieht richtig gut aus. Freue mich schon drauf. Sobald wir die Radkappen haben. Wovon ich hoffe, ausgehe, dass wir die morgen kriegen. Wenn ich mir mal so die Anleitung angucke, gehe ich davon aus, dass wir die morgen bekommen. Und dann können wir das Ganze an den Bus verpflanzen. Tja. Gut, dass ich jetzt, dass Benny das mit den Türchen gesagt hat in der Anleitung, sonst würde ich heute noch rätseln. Dafür gesagt, Benny, danke nochmal. Wie gesagt, der Benny, der macht den X-Wing Adventskalender
Guckt da mal rein. Dann gibt es ja noch den Titanic Adventskalender, den macht der Metal Storm X. Macht den auch mal, da könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Wenn ich dran denke, ich hoffe, ich denke dran, verlinke ich euch die beiden Jungs mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr da auch mal reinlinsen, was die Jungs so treiben mit ihren Kalendern. Und ja. Das ganze Drama von gestern ist somit vergessen. Wie gesagt, das kann mal passieren, wenn sowas mal irgendwo durchrutscht. Kann immer mal passieren. Ist natürlich doof dann in dem Moment. Aber was willst du machen? Wie gesagt, es kann halt passieren, dass dann da mal was anderes ist, und zwar Leere. Wie gesagt, in dem Moment doof, aber dafür, wir haben es ja. Ne? Das ist das Wichtige. Hauptsache, es fehlt nichts. Und es ist alles da. Also, alles okay. Tränchen abwischen und weiter geht's. Jawohl. Freunde, das war's dann für heute. Morgen ist der 13. Wir haben heute ist der 12. Wir haben Halbzeit, Freunde, übrigens. Heute ist Halbzeit. Nochmal 12 Türchen und wir haben Heiligabend. Und dann steht dieses schicke Autowagenchen. Autowagenchen? Auto. Dieser schicke Autowagen steht dann vor uns in seiner vollsten Pracht. Ja. Und demnach, in voller Vorfreude auf den morgigen Tag, wünsche ich euch auch jetzt... Ich fange nochmal an. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, Mittag, Nacht, Morgen, Abend, whatever. Macht es gut. Ciao, ciao.